Hi, ich bin Luisa und 22 Jahre alt. Aktuell mache ich die Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Im Moment beschäftige ich mich vor allem, wie es danach für mich weitergeht. Mein Name ist Katja Lorenz. Ich bin die Chefin von Luisa und führe seit 3 Jahren als Steuerberaterin meine eigene Kanzlei. Mein Team liegt mir dabei sehr am Herzen und ich unterstütze gern, wenn jemand eigene Ziele verfolgt. Wo wir gerade so zusammen sind, kann ich dich was fragen? Na klar, was willst du denn wissen? Ich bin ja jetzt im letzten Ausbildungsjahr zur Steuerfachangestellten. Danach möchte ich auch in der Branche bleiben. Bin mir aber nicht sicher, welchen Weg ich einschlagen soll. Wie war das bei dir? Wusstest du das sofort, in welche Richtung du gehen möchtest? Nee, das wusste ich nicht. Nach meiner Ausbildung habe ich erstmal eine Weiterbildung zur Steuerfachwirtin gemacht und Erfahrungen in einer Kanzlei gesammelt. Das Gute ist ja, dass du nicht unbedingt ein Studium brauchst, um Steuerberaterin zu werden. Der Wunsch, selbst als Steuerberaterin zu arbeiten, ist erst nach und nach gereift. Eigene Mandantinnen und Mandanten zu beraten und in Zukunft meine eigene Chefin zu sein, das hat mich am meisten gereizt. Chefin sein. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Das hätte ich von mir früher auch nicht gedacht. Aber ich denke, das ist ganz einfach Typfrage. Nicht jeder kann oder will seine eigene Kanzlei aufmachen. Aber das musst du ja dann auch nicht. Es gibt ja viele Karrierewege. Es geht ja schon mit der Fortbildung los. Fachassistentin Rechnungswesen und Controlling, Fachassistentin Lohn und Gehalt, Steuerfachwirtin. Ich meine, was sind da die Unterschiede und was ist die richtige für mich? Grundsätzlich kannst du es so verstehen, dass jede Fortbildung eine Spezialisierung ist, die dich im Job weiterbringt. Je nach deinen Interessen kannst du dich zum Beispiel als Fachassistentin Lohn und Gehalt in Lohnsachbearbeitung und Entgeltabrechnungen weiterbilden. Ganz neu sind auch die Fachassistentin Digitalisierung und IT-Prozesse und die Fachassistentin Land- und Forstwirtschaft. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber du hast ja die Fortbildung zur Steuerfachwirtin gemacht. Genau. Die Fortbildung ist auf jeden Fall umfassend, aber auch spannend. Und dadurch lässt sich die Zeit zur Steuerberaterin von 8 auf 6 Jahre verkürzen. Die Prüfung zur Steuerberaterin selbst ist aber auch wahnsinnig schwer, oder? Ja, das stimmt schon. Wenn man sich das vornimmt, dann hat man schon viel zu lernen. Am Ende hat sich das aber für mich gelohnt. Und dann kannst du dir auch deinen eigenen Interessenschwerpunkt heraussuchen und den weiter verfolgen. Da ist es egal, ob du dich für internationale Geschäfte interessierst, Mode oder IT. Je nach deinen Interessensfeldern kannst du dich später auch immer weiter spezialisieren. Wow, das klingt total vielfältig. Da wird einem bestimmt nicht langweilig. So ist es. Wenn du erst einmal als Steuerberaterin zugelassen bist, dann kannst du in einer Kanzlei anfangen oder du machst deine eigene auf. Es stehen dir dann viele Türen offen. Klingt super. Danke für deinen Einblick und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja klar, kein Problem. Wenn du mehr Fragen hast, dann komm einfach jederzeit auf mich zu, ja? Dankeschön.